La historia es del revés. La niña llora porque no ha podido ser de color de rosas, esposa y madre a la vez. ¿Y quién lo diría que un gallo cantaría bajo su ventana? ¿Y quién lo diría que después de aquel día liberó su casa? Y quién lo diría
An Trompete und Flügelhorn war das Andi Haderer. An der Posaune Rita Bayez und Gesang. An der Gitarre Elisabeth Roma. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, und willkommen natürlich zum neuen WDR Big Band Jazz Club und willkommen auch, ein herzliches Willkommen auch zu unseren wunderbaren, fantastischen Gästen, nämlich Rita Bayez und Elisabeth Roma. Und natürlich die WDR Big Band. A warm welcome also to our viewers around the world. Who are watching this live stream. A very special hello, along with my personal thanks to Michael Philip Mussman, who I'm sure is watching us right now from New York or from Westport, Connecticut. Michael Philip Mussman and I have shared the task of writing the arrangements for tonight. So, hi Michael, hope you enjoy. Now I switch back to German, because it's better for everyone. Rita Bayez ist eine junge Künstlerin aus der Nähe von Barcelona. Sie spielt Posaune, sie singt, sie komponiert und sie hat in jungen Jahren schon angefangen, Klavierunterricht zu bekommen und Posaunenunterricht und ist dann in diese recht bekannte Sant'Andreo Jazz Band gekommen, die unter der Leitung des hervorragenden Musikers und Pädagogen Joan Chamorro steht. Und ein weiterer wichtiger Einfluss für sie war der Posaunist Tony Belenguer, der ihr Lehrer war, eine Zeit, und ihre Mutter Elisabeth Roma ist eine klassisch ausgebildete Gitarristin, die eine Vorliebe hat auch für lateinamerikanische Musik und die im Gegensatz zu Rita heute wirklich das erste Mal mit einer Big Band auftritt. Das ist aller Ehren wert, Elisabeth Roma. Zusammen haben die beiden zwei hervorragende Aufnahmen gemacht, und zwar ist das im Jahr 2019, die Aufnahme heißt Imagina, und im Jahr 2021, letztes Jahr, haben sie eine Aufnahme gemacht, die heißt Como la Piel. Und von dieser Aufnahme haben wir auch das erste Stück gespielt, eine Komposition von Rita Bayez mit dem Titel Quien lo diría. Wir fahren fort mit einem Jazz-Standard, den sich Rita gewünscht hat. Und zwar ist das ein alter Standard, der 1926 zum ersten Mal von Josephine Baker gesungen wurde. Das Stück heißt What Can I Say After I Say I'm Sorry, in einem Arrangement von Michael Philip Mussman. Viel Spaß. Thank you.
To prove it to you, I'm so sorry. I didn't mean to ever be mean to you. If I didn't care, I wouldn't feel like I do. I was wrong, but right or wrong, I don't blame you. Why should I take somebody like you and shame you? I know that I made you cry, and I'm so sorry, dear. So what can I say, dear, after I say, what will I do if I lose you? What can I say, dear, after I say, sorry. Eine Person, Rita Payez. Am Bariton-Saxophon Jens Neufang. Ebenfalls an der Posaune Ludwig Nuss. Am Altsaxophon Johann Hörlen. Und am Flügel Billy Test. Wir kommen zu einer Komposition und auch den Text hat Rita Payez geschrieben. Das Stück ist gewidmet dem genialen Komponisten Billy Strayhorn, auch bekannt als Alter Ego von Duke Ellington, vielleicht einer der berühmtesten oder besten, auch wichtigsten Jazzkomponisten der Jazzgeschichte. Ihm hat sie dieses Stück gewidmet und deswegen heißt das Stück One for Billy.
Before, it is easy to get happy.
Am Kontrabass, John Goldsby. Und an der Posaune, Rita Payez. Hello, good night everyone. How are you? No, I just want to say that I'm so happy to be here, and I want to say thank you one more time to all these people for playing such amazing. Thank you, really. And really. And also Ansgar, because all your written. Sorry for my English. It's amazing. I really love it. Also, the arrangements from Michael. So thank you, everyone. And I wanted to introduce this piece that we're going to play, because it's a tune of my brother. He's a musician too. He plays trumpet and piano, and he writes some music that I really love, and I always like to play something of him. So we're going to do this one that I'm sure he was inspired by, Thelonious Monk, and it's called Pregnant Walk. Thank you. Da da da.
an der Trompete Ruud Breuls. Unser wunderbares Duo in der Mitte, Posaune Rita Payes und am Flügel Billy Tess. Und am Tenorsaxophon Paul Heller. Jetzt machen wir einen kleinen Interlude, nämlich wir hören ein wunderbares Duo von unseren beiden wunderbaren Gästen. Elisabeth Roma und Rita Payes, und das Stück wird heißen, what's the name of the piece you're playing? It's called La Rosa. Viel Spaß. Pasa el día, pasa la noche, acurrucada y sin decir nada. Se rompió un día cuando no pudo nacer la rosa que en mi alma florece de pena el día amanece y un pájaro que canta más allá de ser. Elisabeth Roma, Rita Payes. So, wir spielen nun das letzte Stück vor einer kurzen, kleinen Pause. Hier im Saal bitte ich Sie dann, die Bar zu stürmen natürlich. Und wir wollen diesen Set beenden mit einem Stück, das wahrscheinlich das bekannteste Stück von Rita ist. Es zeigt neben ihren Fähigkeiten als Sängerin und Posaunistin auch ihre komponistischen Fähigkeiten. Das Video zu diesem Lied, ich weiß, Rita hört es ungern, aber ich, beim letzten Mal, als ich geguckt habe, waren es knapp 4 Millionen Aufrufe. Das ist ganz schön beachtlich, finde ich, für ein folkloristisches Jazzstück. Das Stück heißt Nunca vas a comprender. Nunca vas a comprender que yo te quise. Nunca vas a comprender cómo lo hice. Tú me hablabas del amor, ay, de eso tan bello. Te faltó por demostrar que eras capaz de vivir aquello. Pero
más por ti, mi amor. Con el tiempo decidí que es un recuerdo todo aquello que viví y me mató por dentro. Rita Payez. An der Gitarre Elisabeth Roma. Und die WDR Big Band. Vielen Dank. Bis gleich. Wir machen eine kurze Pause. Thank you.
Elisabeth Roma an der Gitarre. Rita Baez, Gesang und Posaune.
Wir machen weiter mit zwei brasilianischen Stücken. Das erste ist von João Bosco und es wurde in den 70er Jahren berühmt durch Elis Regina, eine brasilianische Sängerin. Und das Stück heißt Bala Kombala, arrangiert von Michael Philip Mossman. Thank you.
vida em série, que se preza, dizem reza, acaba sempre no melhor pedaço. Am Sopransaxophon Johann Hörnen. An der Trompete Rob Reun. Am Altsaxophon Stefan Pfeiffer. Am Schlagzeug Hans Decker. Wir machen weiter mit einem Stück, das ist berühmt geworden durch, oder ist es, das Stück ist von Cartola, einem brasilianischen Sänger und Komponisten. Und das Stück hat so eine sehr schöne, zarte, melancholische Atmosphäre, aber der Text ist eigentlich sehr ein bisschen bitter und ein bisschen desillusionierend. Und für dieses Stück durfte ich das volle Repertoire hier vom WDR Big Band Doublings ausnutzen. Wir haben Euphoniums, wir haben Tuben, wir haben Flügelhörner, wir haben Altflöten, Flöte, Kontra-Alt-Klarinette, so das ganze Programm. Would you like to say something for this piece? I mean, it's a little special piece. I just it's a song that we've been playing for a while, and I really fell in love with this tune. I think it's amazing, this melody and everything. And it's a song that Cartola actually wrote for his daughter. Well, not for his daughter, but for the daughter of his, you know what I mean? I mean, the daughter of his girlfriend or something like this. I don't know the word. And it has these beautiful lyrics that talks about that the world is a moinho, a mule. How do you say it? Ja, auf Deutsch heißt das Stück, die Welt ist eine Mühle. Yeah, and it explains how hard life can be, but anyway, he does it with I don't know, in this way that it seems that everything can be okay, you know? And yeah, let's play okay. Better than talking. I hope you enjoy it. Reduzir
Billy Test. Rita Baez an der Posaune und Gesang. Und am Kontrabass John Goldsby. Wir kommen nun zu einem instrumentalen Stück von Rita. Das zeigt, dass sie auch eine tolle Komponistin ist. Und dieses Stück heißt No Home, No, arrangiert von Michael Philip Mossman. Thank you.
Rita Paez. Am Tenorsaxophon, Paul Heller. Das nächste Stück ist von Miles Davis und Miles Davis hatte in den Ende der 50er Jahren eine besondere Vorliebe auch für spanische Musik, was man zum Beispiel sieht an seiner Zusammenarbeit mit Gil Evans, Sketches of Spain, und auch auf dem Kind of Blue Album ist ein Stück, das heißt Flamenco Sketches. Und als Ken Bott-Adderley, der in der Zeit in seiner Band gespielt hat, eine eigene Aufnahme machen wollte, hat er Miles gebeten, ihm ein Stück zu schreiben und Miles hat das Stück Nadis mitgebracht. Ken Bott-Adderley hat das auch aufgenommen und hat es aber danach nicht mehr so oft gespielt. Im Gegensatz zu seinem Pianisten, der auch der Pianist von Miles Davis war in der Zeit, nämlich Bill Evans. Und Bill Evans hat es dann sehr häufig mit seinem Trio gespielt. Eigentlich ist es dadurch auch besonders bekannt geworden. Und ich wollte dieses Stück Nadis zum Anlass nehmen, dass die Rita, die eine wunderbare Posaunistin ist, aber natürlich ist das Schicksal, wenn die Solistinnen oder Solisten ein gewisses Instrument spielen, dass dann die Solisten aus dem Orchester mit diesem Instrument nicht so viele Soli haben. Und ich wollte jetzt mit diesem Stück erreichen, dass die wunderbare Posaunensection der WDR Big Band mit Rita ein wenig ins Gespräch kommt. Außerdem featuren wir unseren Pianisten Billy Test. Viel Spaß mit Nadis. Thank you.
Rita Payez, eine Posaune. Billy Test am Flügel. Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, unsere Posaunen-Section vorzustellen. Das war gerade am Cimbasso, aber ich spiele natürlich auch Bassposaune. Mathis Zederberg. Andy Hunter. Raphael Klemm. Und an der Lead-Posaune Ludwig Nuss. Wo ich schon dabei bin, die Band vorzustellen, mache ich gleich weiter mit den Saxophonen. Wir haben Ben Fitzpatrick. Stefan Pfeiffer. Johann Hörlen. Paul Heller. Jens Neufang. An den Trompeten Wim Bott. Andy Haderer. Rob Reunen und Rüd Breuls. Billy Test am Flügel. Am Kontrabass John Goldsby. Am Schlagzeug Hans Decker. Der ändert seinen Namen ständig, deswegen habe ich ihn kurz vergessen. Unsere wunderbaren, ausgezeichneten Gäste, ich freue mich sehr, dass Sie da waren. Es waren eine wunderbare 2 Wochen. Wir haben 2 Wochen proben dürfen und Konzerte spielen dürfen. Das war fantastisch. Elisabeth Roma an der Gitarre. Und die unvergleichliche Rita Payez. Ansgar Striepend. Ja, wir haben noch ein kleines Stück für Sie, und zwar, das ist auch von dieser Aufnahme, von dem Album Cumula Piel von letzten Jahr. Und das Stück ist eine Komposition von Rita Payez, und es heißt No digo que no, und dann Baca y Pollo, no? No, you have to say it. I'm sorry for my great Spanish. It's perfect. Please say it again. No, Baca y Pollo, it's called like this, that it means cow and chicken. Sorry. Yo que no digo que no, pero pienso que no, y si siento que no quiero sufrir más. Si tú dices que vas, que ya no volverás, que jamás me querrás, yo no voy a sufrir más. Mas no quiero que pienses cada día y cómo sería, y cómo sería. No repitas más esta melodía de noche y de día, de noche y de día. Cada día y cómo sería, no repitas más esta melodía de noche.
estar bien, más bien podrás saber que si existe el querer, más te corres la vez y ya nunca más volver. Mas no quiero que pienses cada día y cómo sería y cómo sería. No me digas más esta melodía de noche y de día, de noche y de día, de día, de día.
Am Tenorsaxophon Ben Fitzpatrick. An der Gitarre Elisabeth Roma. Und auch Special Guest an der Posaune und Gesang und Komposition Rita Payes. Und natürlich die WDR Big Band. Vielen Dank, wir haben eine kleine Zugabe sogar vorbereitet und das ist ein wunderbares Stück, wo wir auch nochmal Elisabeth und Rita nochmal besonders schön hören. Ein tolles Arrangement von Michael Philip Mossman, es heißt El Marabino. Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören, thanks for watching und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder, das wäre schön. Dankeschön. Thank you.
et pots permetre de passar el temps cantant, rient i ballant. Si has tingut sort, diners i amor, ves i recorda't els pobres i canta per ells. Am Schlagzeug Hans Decker. Nochmal einen herzlichen Applaus für Elisabeth Roma, Gitarre. Und unsere fantastische Solistin und Sängerin Rita Payes. Und die Big Band.